Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Pyro-Freunde. Heute haben wir hier mal eine eigentlich nicht Neuheit, aber trotzdem jetzt in neuem Design. Und zwar sind das die Vipper 3 von Pyro Trade. Ja, gab es ja damals schon ein Video von die Vipper 1, 2, nee, Vipper 1, 3 und 5 bei mir auf dem Kanal. Jetzt hier, wie gesagt, die Vipper 3 im neuen Design. NEM 15 Gramm, also jeder Böller 3 Gramm. Bin mal gespannt, wie die sein werden. So eine Packung kam jetzt hier um die 3,50 Euro, 4 Euro. Geht eigentlich. Bin bloß mal gespannt, wie die Teile sein werden. Verarbeitung ist jetzt nicht die beste, aber sind auf jeden Fall schön hart. Damals die Vipper 3 waren auf jeden Fall auch gut. Deswegen, ich bin gespannt, wie die sind. Und wir sehen uns jetzt draußen wieder beim Test. Viel Spaß. Jetzt hier, wie gesagt, die Pyro Trade Vipper 3. Wir zünden mal ein zum Test erstmal. Relativ heller Knall, ja. Was machen wir denn jetzt? Ach Mensch, ich muss hier nur cutten, wenn du dabei bist hier. Ja, ja. Nur am Schneiden. Ja, wir machen es halt professionell. Klingt das Fahrzeug. Ja, sind schon laut, ne? Die sind schon Preis-Leistung, stimmt. Preis, naja, Preis weiß ich nicht. Drei Hüft. Oh. Ja. Trotzdem mal den Rest mal weg hier. Sind schon akzeptablere Böller als zum Beispiel Blackbox. Ja, die Blackbox. Premium Böller. Bis zum nächsten Video, euer Effects.